Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von UFO TV News. Heute mit folgenden Themen. Willst du mit mir Drohnen sehen? Viele Rätsel, wenig Antworten und einige Spekulationen über die weltweite Sichtungswelle. Hinter verschlossenen Türen. Im US-Kongress tut sich derzeit einiges in Sachen UAP-Enthüllung. Mehr Mainstream-Medien. Die Berichterstattung über das Phänomen erweitert sich. Langsam, aber sicher. Fox News. In einer Woche erscheint die neue Dokumentation The Program von James Fox. Frankfurt, ich komme. Letzte Dinge über meinen Vortrag am Ende dieser Woche und mehr. Willst du mit mir Drohnen sehen? Okay, jetzt im Ernst. Die Welle der internationalen Sichtungen von seltsamen Lichterscheinungen sowie handfesten Drohnen am Himmel reißt nicht ab. Aktuell vor allem über dem Hotspot New Jersey, aber nicht nur dort. Und auch wenn noch immer viele versuchen, es mit dem eigentlich nichtssagenden Satz, ach, es sind doch nur Drohnen, abzutun, wachsen die Geheimnisse, Paradoxien und Ungereimtheiten rund um dieses Phänomen immer weiter an. Und es gibt keine Antworten. Doch der Reihe nach. Abgesehen von Sichtungen, die schon länger zurückliegen, begann die aktuelle Welle vor ein paar Wochen mit regelmäßigen nächtlichen Überflügen von Drohnen, man kann sogar sagen Drohnenschwärmen, über anfangs 3 und dann 4 amerikanischen Militärbasen in England. Diese Sichtungen hielten bis Ende November an. Ob sie noch immer stattfinden, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Es gibt dazu leider kaum aktuelle Berichte. Überlappend begannen Ende November ähnliche Sichtungen im amerikanischen Bundesstaat New Jersey. New Jersey liegt direkt südlich von New York City, ist abgesehen von urbanen Zentren eher flach und grün und weitläufig. Hier wurden Drohnen, und ich werde später eine genauere Beschreibung abgeben, anfangs vor allem im Norden gesehen, wo sich unter anderem auch ein Golfclub von demnächst Präsident Trump befindet. Seither verteilt über den ganzen Bundesstaat. Inzwischen aber auch westlich davon, in Philadelphia und dann nördlich in Teilen von New York, erst in Staten Island und dann in Brooklyn. Diese nächtlichen Sichtungen von Dutzenden, inzwischen Hunderten Flugobjekten alarmieren die Bevölkerung nach wie vor. Die Fernsehberichte sind voll davon. Bürgermeister und sogar der Gouverneur verlangen Aufklärung. Das FBI ermittelt zwar, sagt aber nichts. Das Militär schweigt. Noch heute Abend unserer Zeit wird in den USA eine öffentliche Anhörung dazu stattfinden. Ich werde dann berichten, ob sich dabei etwas Neues ergeben hat. Aber was heißt das eigentlich, wenn wir in diesem Fall Drohnen sagen? Das Seltsame ist nämlich, dass sie in verschiedenen Gestalten daherkommen. Manche sehen aus, wie man sich herkömmliche Drohnen oder Quadcopter eben vorstellt, also rechteckig mit mehreren Propellern. Allerdings sind die meisten davon sehr groß. Manche werden sogar in der Größe eines Autos geschildert. Vereinzelt sogar in der Größe eines LKW. Dazu gibt es welche, die Flugzeugen ähneln, was insbesondere auf Twitter und bei Skeptikern für viel Spott gesorgt hat. Aber die Aufnahmen dieser flugzeugähnlichen Drohnen wurden durchgehend gemacht, als die Flugortung rundherum keine Flugzeuge anzeigte. Und sie sind auch viel zu tief für Flugzeuge, abseits eines Flughafens, sonst könnte man sie nicht mit Handys aufnehmen. Diese beiden Sorten von Drohnen blinken auffällig, meist mit vorschriftsgemäßen roten und grünen Lichtern.
wenn auch nicht immer ganz korrekt, aber dazu später. Außerdem kommen dazu noch abweichende Sichtungen von schwarzen Dreiecken mit Lichtern an den Ecken und Sichtungen von klassischen Orbs, also einfach großen Leuchtkugeln. Diese Sichtungen konzentrieren sich derzeit aktuell rund um New Jersey, werden aber in den ganzen USA gesehen. So berichtete der Kanal It's Charlie West, der normalerweise React-Videos macht, von eigenen Sichtungen an zwei aufeinanderfolgenden Nächten, sogar über seinem eigenen Haus, die genauso ausgesehen hätten wie die in New Jersey. Und er lebt in Indiana. Beim zweiten Mal versuchte er sie zu filmen, aber sie waren auf seiner Kamera nicht sichtbar. Und die Betreiberin des Kanals Cosmopolitan Cornbread in Arkansas, ein Kanal, der sich normalerweise mit Backen und der Bibel beschäftigt, hat ebenfalls Beobachtungen gemacht und sogar erfolgreich gefilmt. Beide Bundesstaaten liegen mitten in den USA, weit entfernt vom Wasser. Denn eine der Spekulationen ist, dass die Drohnen von russischen oder chinesischen Schiffen starten und von dort auch gesteuert werden. Das fällt hier aus. Die gute Dame berichtet auf ihrem Kanal zwar normalerweise über Brotbacken, wie gesagt, aber ihr Mann war jahrelang bei der Air Force und sie mit ihm unterwegs. Und sie hat alle Arten von Fluggefährten bereits gesehen. Und sagt, was sie gesehen hat, passt nicht dazu. Dazu kommen Sichtungswellen rund um die Welt. Sowohl von Drohnen als auch klassische UAP-Sichtungen. Von Deutschland bis Syrien. Bevor ich weiter darüber rede, möchte ich euch ein paar Videos zeigen, damit wir wissen, wovon wir eigentlich sprechen. Marky, it's been going on now for almost a month. I mean, we first heard about it back on the 16th of November. A friend of mine, Mark Taylor, he's the mayor of Florham Park in Morris County, and he called the show and he said, Bill, you got to tell me about these drones. I'm seeing drones everywhere. I've called the FAA, I've called the police, and no one seems to know what's going on. So I thought it sounded crazy to me. I dismissed it, to be honest, but here we are. Hundreds and hundreds of sightings. My inbox is flooded with videos from across the state. You know, I've got the largest audience in the state, and I can tell you that we're getting tons of input. No one seems to know, but everyone is speculating. This morning I heard the latest speculation was it could be a new design of flying cars. That was from a retired Air Force general. I don't know. Tonight, an aerial mystery that's been described as unnerving is growing. The FBI now investigating multiple reports of unidentified drones flying over New Jersey, some as large as a small car. More drones in the sky, Rockaway, New Jersey. The New Jersey drones, initially spotted in the northern part of the state, now being reported further south. Sightings also now being reported in New York City. If it is nothing to be concerned about, someone should come forward and say that. Residents alarmed by the number of sightings. One would go over, and then the next one would come, and then the next one, and the next one. So it wasn't like there would be 20 coming at one time. Jonathan Lace, a pilot himself, shot this shocking video overnight of multiple car-sized drones near the Essex County, New Jersey airport. So concerned by what he saw, he contacted the FAA. Das ist wieder eine Aufnahme aus dem Inneren der USA, von Wisconsin, wo offenbar über einen langen Zeitraum hindurch seltsame Flugobjekte beobachtet worden sind. Keine Glühwürmchen und auch kein Feuerwerk. Ich werde mal versuchen, ein bisschen vorzuspulen, da gibt es nämlich noch viel mehr davon. Hier sieht man es in zwei Aufnahmen, die höhere Qualität links kleiner und ein bisschen vergrößert rechts. Es tauchen dann auch immer wieder ganz, ganz große auf. Scheinbar immer von rechts unten, die dann auch so durch die
hinter den Wolken durchgehen und dann verschwinden. Ja? So, das da ist jetzt wahrscheinlich ein Flugzeug, das da durchzischt. Aber die anderen Sachen, ja, manche könnten vielleicht Leuchtraketen sein, aber gerade das am Anfang, also wir fliegen ja auch hinauf und hinunter und durcheinander. Hier eins ganz, ganz oben, also sehr eigenartig. Das sind Aufnahmen von diesem mexikanischen Objekt, von dem ich schon das letzte Mal kurz berichtet habe, aber nur mit Standbildern. Das sieht aus wie eine komische Luftblase. Und das Interessante daran ist, dass es also mehrere Blickwinkel auf das Objekt gibt, von verschiedenen Aufnahmen verschiedener Kameras, verschiedener Leute. Es scheint sehr groß zu sein. Was mich auch irritiert ist, dass der Lichtpunkt immer nach links weist. Vielleicht kommt das von der Sonne her, sich drin spiegelt oder was auch immer. Jedenfalls gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Aufnahmen dazu. Mis papás grabaron en el Ceibo, frontera Guatemala, México, las 5:30 a.m. ¿Qué crees que podría ser ese objeto luminoso? Es que es eindeutig hinter die Wolken geht. Aber es ist einfach ein sehr, sehr seltsames Objekt. Okay, so when I say that there are literally hundreds of drones in the sky, I don't mean at one moment. They are coming across the sky at high numbers. So here I am in Lebanon Borough, and there's a drone, there's a drone, there's a drone, there's a drone, there's a drone. So that's 1, 2, 3, 4, 5, and there's 6 right there. So, oh, and wait, 7. So there's 7 or 8 drones out here, and there is nothing on flight radar 24. So when I say there is one down further, way further south, all right, coming north, I'm right here in Lebanon, right there. And so when I say literally hundreds, not at the moment, but they are constantly here. They're constantly passing by. So if I stayed out here for, I don't know, 20, 30 minutes, there would definitely be 100 or so. Hier noch eine Reihe von Aufnahmen von jemandem auf Twitter. Der hat nämlich zuerst einen Helikopter verfolgt, der offenbar ein Objekt verfolgt hat. Er ist erst dem Helikopter nachgefahren. Und anschließend dorthin gefahren, wo das Objekt zuletzt gesehen war. Der Helikopter ist dann verschwunden. Stattdessen sind dann über diesem See, über diesem Wasserreservoir, immer wieder Objekte aufgetaucht. Eines davon hat regelmäßig geblinkt, sah aber eher aus wie eine Kugel, wie er beschrieben hat. Andere schwebten dann über dem Wasser, eben nicht blinkend. Es waren verschiedene, die immer wieder aufgetaucht sind. Und dann eins hat dann plötzlich begonnen, regelmäßig zu blinken und auch die Farbe zu wechseln und hat dann eher so wie eine Drohne ausgesehen. Andere sind über dem Berg da, über diesem Hügel gewesen. Manche mehr in der Luft. Eines war dann, da waren es dann 2, auch das gab's. Und eins war dann direkt über einem
Hügel kam, direkt über einem Haus. Also eine Frau daneben, es haben sich nämlich mehrere Leute angesammelt. Eine Frau hat dann erklärt, oh, das ist genau über meinem Haus. Die ist dann hingefahren und später hat sie dann ihm ein Foto gezeigt auf ihrem Handy. Sieht also schon irgendwie wie ein seltsames, wie eine seltsame Drohne aus, die aber auch Strahlen ausschießt. Und das Ganze war eben über diesen Wasserreservoir bei der Stadt Lebanon. Hat eine ganze Reihe aufgenommen, einzelne, mehrere. Es hat sich auch einmal eins geteilt scheinbar. Also eine ganz, ganze Reihe ausgesprochen seltsamer Sichtungen. Lassen wir die Orbs und die seltsamen Lichter zuerst einmal kurz beiseite. Sie werden noch relevant. Bleiben wir vorerst bei den offenbar technischen Drohnen. Woher kommen sie und was wollen sie? Diese Drohnen sehen aus und benehmen sich in den meisten Fällen wie Drohnen. Sie blinken und machen Geräusche. Manche Beobachter berichten zwar, dass die Geräusche nicht immer zu der optischen Beobachtung passen. Sie sind zu laut oder zu leise oder sonst irgendwie falsch, aber die Geräusche gibt es. Sie sind zu groß für private oder kommerzielle Drohnen und lassen sich auch nicht durch die üblichen Abwehrmaßnahmen gegen solche Drohnen wie elektromagnetische Impulse und GPS-Störung abwehren. Wer steuert sie also? Am naheliegendsten wären Spionageflüge feindlicher Mächte. Aber das ergibt auf vielen Ebenen keinen Sinn. Warum in voller Beleuchtung nachts? Spione könnten die Flüge leichter unbemerkt tagsüber machen oder die Beleuchtung ausschalten und mit Radar und Infrarot navigieren. Warum wochenlang und in ganzen Schwärmen? Um ein politisches Statement zu machen, würde eine Nacht genügen. Also um militärische Anlagen auszuforschen auch. Warum es also riskieren, abgeschossen zu werden? Dazu muss man auch wissen, dass ein Überflug eines feindlichen Objekts über eine Militärbasis, also so ein Überflug, wenn der nachgewiesen werden kann, eine de facto Kriegserklärung ist. Weil so etwas eine ganze Reihe von internationalen Verträgen bricht. Und warum in New Jersey? Ja, auch dort gibt es Militärbasen, aber keine wichtigen und die Sichtungen sind mittlerweile weit vom Golfplatz von Trump entfernt. Wenn eine fremde Macht, sei es Russland, China, Iran oder Nordkorea, hier demonstrieren möchte, haha, hier sind wir und ihr könnt nichts dagegen tun, riskieren sie ziemlich viel, nämlich scharfe diplomatische Sanktionen und Handelssanktionen bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Und was mich auch stutzig macht, ist, dass noch niemand die Drohnenmodelle identifiziert hat. Das amerikanische Militär und deren Geheimdienste sind ja nicht uninformiert. Sie könnten auf ein Foto zeigen und sagen, ja, das ist eine Tschechow 69 und das ist eine Brezhnev 29. Wir kennen diese Drohnenmodelle. Und ja, das ist eine Shanghai 7 und das ist eine 8, schätze 38B, das neueste Modell der Chinesen. Oder was auch immer. Tatsächlich wurde noch keine davon identifiziert. Zumindest nicht offiziell. Und es gibt noch viele andere Ungereimtheiten. Abgesehen von den bereits erwähnten, nicht immer passenden Geräuschen, gibt es auch Sichtungen, wo die Objekte sich von einem Lichtball in eine blinkende Drohne zu verwandeln scheinen. Oder wo die Drohnen plötzlich verschwinden oder ihre Lichter ausschalten, sobald eine bessere Kamera auf sie gerichtet wird. Von letzterem berichteten unter anderem ein Bürgermeister von New Jersey und der Gouverneur, also von New Jersey. Beide beschrieben die Drohnen und ihr Verhalten als hoch fortgeschritten, sophisticated. Eine andere Frage ist die der Batterien. Manche von den Objekten bleiben stundenlang am Himmel. Das können nur sehr wenig bekannte Modelle.
Eine andere These, nämlich die, dass es sich um das eigene US-Militär handelt, das hier irgendetwas ausprobiert, ist auch sehr zweifelhaft. Selbst wenn es sich um eine sogenannte Rot-auf-Blau-Übung handeln würde, wo ein extra dafür vorgesehener Zweig des US-Militärs unangekündigt die Fähigkeiten der eigenen Truppen testet. Denn warum dann über zivilem Gelände? Und in mindestens einem Fall wurde auch der Aufstieg eines Rettungshubschraubers in New Jersey durch eine Drohne behindert. Das und andere zivile rechtliche Probleme, sagen wir, jemand verursacht einen Verkehrsunfall, weil er in den Himmel schaut oder Leute begehen aus Panik Selbstmord, ist nichts, was die US-Armee riskieren würde. Dasselbe gilt für private Rüstungsunternehmen. Warum sollten sie so eine Testwelle auf die Zivilbevölkerung loslassen? Und damit kommen wir in den Bereich der Spekulation. Fremde Mächte, eigenes Militär und Rüstungsunternehmen sind rein technisch nicht auszuschließen. Aber mir fehlt hier einfach weit und breit jegliche Idee für eine Motivation. Warum sollten sie so etwas tun? Ich habe bis jetzt nur zwei logisch befriedigende Erklärungen für die Vorgänge gefunden und beide sind sehr fantastisch, um nicht zu sagen verschwörerisch. Erstens, es handelt sich tatsächlich um UAPs oder UFOs. Aus der Literatur und aus Augenzeugenberichten ist bekannt, dass UFOs manchmal die Form von uns bekannten Flugobjekten oder Gegenständen annehmen können. Und dass es auch immer eine gewisse Affinität zwischen den Beobachtern und den Objekten gibt. Darum früher viel mehr fliegende Untertassen als heute, um nur ein Beispiel zu nennen. Vielleicht sind diese Drohnen also tatsächlich simulierte und getarnte nichtmenschliche Intelligenzen oder nichtmenschliche Technologie. Dazu würden die manchmal auftauchenden kleinen Fehler bei den Lichtern oder bei den Geräuschen passen. Vielleicht wollen sie uns auf diese Weise einfach auf ihre Existenz aufmerksam machen, ohne uns gleich durch eine Masse an Alien-Raumschiffen zu verschrecken. Sie zeigen sich als etwas Vertrautes und gewöhnen uns erst einmal an das Ungewöhnliche. Zweitens, und jetzt wird es verschwörerisch. Ja, es tauchen UAPs auf. Allerdings nur einige wenige als simulierte Drohnen, sondern viele als Orbs und andere bekannte ungewöhnliche Lichterscheinungen. Aber das US-Militär oder die vermeintlichen Gatekeeper lassen massiv eigene Drohnen starten, um dort, wo die Aliens auftauchen, also zum Beispiel rund um New York, Verwirrung zu stiften, um den Fokus von den tatsächlich ungewöhnlichen Lichterscheinungen auf menschengemachte Drohnen umzulenken. Damit sie dann nachher irgendwann sagen können, ach, das war nur ein Manöver und das war nur unsere und sonst war da gar nichts. Wie gesagt, etwas verschwörerisch, Psy-Op. Aber ich bin nicht der Einzige in der UFO-Community, der solche Ideen hegt. Dazu würde jedenfalls passen, dass die meisten weltweiten UAP-Sichtungen eben nicht von blinkenden Drohnen berichten. Wie gesagt, alles sehr verwirrend. Und von offiziellen Stellen in den USA haben die tausenden besorgten Bürger, die mittlerweile jede Nacht diese Phänomene sehen und auch filmen, bisher nur zu hören bekommen, dass die Bevölkerung nicht bedroht sei. Das ist ein bisschen dünn und klingt verdächtig nach ähnlichen Äußerungen des amerikanischen und englischen Militärs zum UFO-Phänomen. Woher wissen die Behörden, dass die Bevölkerung nicht bedroht ist? Weil sie wissen, wer dahinter steckt, es uns aber nicht sagen? Oder einfach, weil noch niemand zu Schaden gekommen ist? Wie gesagt, alles daran ist mysteriös und ergibt eigentlich keinen Sinn.
Tatsache ist aber, dass es passiert und sich nicht leugnen lässt. Auch wenn wir nur bei New Jersey bleiben, handelt es sich um eine der größten Massensichtungen unbekannter Flugphänomene jemals. Und die pauschale Erklärung, ach, es sind ja nur Drohnen, erklärt hier leider überhaupt nichts. Vielleicht erfahren wir ja in den nächsten Tagen mehr. Dieser Kanal bleibt jedenfalls dran. Die vergangenen öffentlichen Anhörungen vor dem Repräsentantenhaus und vor dem Senat zeigen nach wie vor Wirkung. Nicht immer bekommt die Öffentlichkeit etwas davon mit, aber manchmal doch. Zumindest ein wenig. Das deutlichste Zeichen war letzte Woche ein Briefing durch den neuen Aero-Chef Kozlowski für die Abgeordneten des Repräsentantenhauses. Insbesondere solche, die beim öffentlichen Hearing davor teilgenommen hatten. Dessen Vorsitzende Nancy Mace erklärte danach, dass man sie über verschiedene Formen von UAPs aufgeklärt hätte. Und die Art, wie viele davon als herkömmlich erklärt werden konnten. Sie betonte aber, dass es auch viele unerklärliche Sichtungen gegeben hätte und dass offenbar einige Kategorien von Formen existieren, die nicht erklärlich sind. Näheres wollte sie nicht äußern. Sie schien aber durchaus zufrieden und in ihrer Vermutung bestätigt, dass da noch mehr dahinter steckt. Weitere Aussagen konnte Matt Laszlo von Ask a Paul einfangen. Etwa vom Abgeordneten Andy Biggs, der sich zufrieden zeigte, dass sich Aero nun mehr öffnen würde. Oder eine Aussage von Senator Rounds, der bestätigte, dass sehr wohl UAP-Gesetzgebung im neuen National Defense Authorization Act drinnen sein werde, aber dass das Schicksal seines eigenen Entwurfs noch immer unklar ist. Auch sein Co-Sponsor Chuck Schumer soll sich dazu geäußert haben und sich angeblich beschweren, dass es die Republikaner im Repräsentantenhaus wären, die das Gesetz verhindern wollen. Vielleicht dieselben wie im vorigen Jahr. Leider konnte ich seine Originalaussage dazu nicht finden. Eine andere interessante News war, dass in der offiziellen Mitteilungsliste von Senator Rounds, also die Mitteilungsliste, mit wem er sich in der letzten Zeit getroffen hat, auch der Name Harald Malmgren aufgetaucht ist. Zur Erinnerung, dieser Kanal hat mehrfach darüber berichtet, Harald Malmgren ist ein ehemaliger Berater einer ganzen Reihe amerikanischer Präsidenten und auch anderer internationaler Politiker. In diesem Jahr hat er sich mehrmals dazu geäußert, dass ihm von hochrangigen Geheimdienstlern im Laufe seiner Karriere mehrmals mitgeteilt wurde, dass die USA im Besitz von geborgenen UFOs wäre und daran forscht. Ob das der Grund ist, dass Rounds Malmgren getroffen hat, bleibt natürlich Spekulation. Aber die Idee ist zumindest nicht von der Hand zu weisen. Man kann also davon ausgehen, dass sich teilweise hinter den Kulissen, teilweise sichtbar, im US-Kongress durchaus einiges tut, um die Enthüllung voranzutreiben. Viele sind ja optimistisch, dass sich das mit der Amtsübergabe an demnächst Präsident Trump noch verstärken wird. Naja, von ihm selbst erwarte ich da nicht allzu viel, aber von einigen seiner bereits nominierten Ministern und Mitarbeitern, wie etwa Marco Rubio. Sollten die bestätigt werden, könnten sie vielleicht wirklich einige Geheimnisse lüften. Warten wir es ab. Dieser Kanal beobachtet ja unter anderem auch die Entwicklungen in der internationalen Medienlandschaft, also was das Thema UFOs betrifft. Gerade rund um das Buch von Lou Elizondo und die Anhörungen vor dem Kongress gab es da ja zuletzt durchaus einige, auch internationale Reaktionen. Jetzt sind zwei weitere Medien dazugekommen, die ich beide aus unterschiedlichen Gründen für bedeutend halte. WatchMojo
ist ein überaus beliebter Kanal auf YouTube mit über 25 Millionen Abonnenten und Abonnentinnen. Besonders bekannt ist er für seine Top-10-Listen zu allen möglichen Themen. Aber der Kanal bietet auch immer wieder kurze Berichte und Interviews und hat sich in der letzten Zeit auch dem UAP-Thema zugewandt. So brachte der Kanal kürzlich ein klassisches Top-10-Video, das sich mit den wichtigsten Aussagen bei der Anhörung am 13. November beschäftigte. Allein auf YouTube erzielte dieses Video 500.000 Aufrufe und man kann davon ausgehen, dass viele der Zuseher vorher nicht viel oder gar nichts von dem Thema wussten. Und vor ein paar Tagen folgte nur noch ein langes und intensives Gespräch mit dem UFO-Experten und Podcaster Reed Summers. Das von dem Moderator mit den Worten eingeleitet wurde, dass so ein Interview für WatchMojo zwar ungewöhnlich sei, es aber aufgrund der aktuellen Geschehnisse ein wirklich wichtiger Beitrag wäre. Für Auskenner in der UAP-Materie war in diesem Interview zwar vermutlich nicht viel Neues drin, aber es bot einen fast einstündigen Überblick über die Materie. Für viele neue Ohren. Eine weitere mediale Berichterstattung über die Hearings würde ich geradezu in den Bereich sensationell einordnen. Die Rede ist von einem zweiseitigen Artikel im Time Magazine. Time Magazine hat in den letzten Jahren immer wieder einmal über UFOs, insbesondere im Zusammenhang mit Anhörungen, berichtet. Den aktuellen Artikel finde ich aber besonders bedeutend. Es werden darin nämlich die Kernpunkte der Aussagen von Elizondo, Gallaudet, Schellenberger und Gold vor dem Kongress aufgelistet. Auch ihre brisantesten Aussagen über verborgene Forschungsprogramme und geborgene UFOs. Unkommentiert. Soll heißen, der Autor fügt nichts hinzu, etwa zweifelnde, herabwürdigende oder spöttische Kommentare. Einfach zwei Seiten klare Aussagen. In einem der größten, wichtigsten und anerkanntesten Magazine der USA. Mehr Mainstream geht gar nicht. Natürlich ist das Thema generell immer noch unterberichtet. Noch viel mehr Medien müssten weltweit viel mehr darüber bringen, insbesondere im deutschsprachigen Raum. Aber es tut sich etwas. Eindeutig. Jetzt noch ein kurzes Update zum neuen Dokumentarfilm von James Fox. Es war ja bereits bekannt, dass der Film kommenden Montag am 16. Dezember online gehen wird. Jetzt weiß man auch, welche Plattformen ihn streamen werden. Und es sind einige. Apple TV, Amazon, Google Play, Vimeo, Vudu, Xbox, YouTube und Fandango. Ob die Dokumentation im Rahmen von Abos gratis sein wird oder ob man sie kaufen muss oder vielleicht ausleihen kann, ist noch nicht bekannt. Vielleicht wird das dann auch auf verschiedenen Plattformen unterschiedlich gehandhabt. Aber selbst wenn die Doku nicht gratis ist, ist sie sicher empfehlenswert. James Fox macht ernsthafte Filme, an denen er jahrelang arbeitet. Manche von denen wurden auch schon im Kino gezeigt. Sie sind also einen echten Eintrittspreis wert. Was genau darin zu sehen sein wird, werden wir nächste Woche erfahren und dieser Kanal wird berichten. Wir haben ja bereits einen ausführlichen Blick auf den Trailer geworfen. Link dazu in der Beschreibung. Was feststeht, es wird viel Neues geben. Von Whistleblowern und Insidern. Und all das wird die Verdachtsmomente rund um ein Geheimprogramm von US-Behörden und rund um von geborgenen UFOs bestätigen. Was es nicht geben wird, sind neue Fotos, neue Videos oder andere eindeutige Beweise. Davon gehe ich jetzt jedenfalls einmal aus. Wer auf so etwas hofft, wird also enttäuscht werden. Aber ansonsten wird diese Dokumentation definitiv Aufmerksamkeit erregen und ein weiteres Gewicht auf die Waagschale der Enthüllung legen. Davon bin ich überzeugt.
und auch alle, die sie bereits gesehen und darüber berichtet haben. Mehr, wie angekündigt, demnächst auf diesem Kanal. So, zuletzt noch ein paar Dinge über diesen Kanal und meine eigenen Tätigkeiten. Vor einer Woche wurde ich von dem schweizerischen Channel Hangar 18B interviewt. Das lange und ausführliche Gespräch ging heute online. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Sehr viele Themen wurden behandelt und sogar unsere alten Freunde, die Mumien, erhielten wieder mal ein kleines Spotlight. Ein anderes Interview, diesmal von mir geführt, ging bereits am Wochenende auf diesem Kanal online. Professor Peter Mulatsch, einer der wichtigsten deutschsprachigen Forscher und Publizisten zu paranormalen Themen, und das schon seit Jahrzehnten, unter anderem Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Parapsychologie, sprach mit mir über die Geschichte und den aktuellen Stand der Forschung. Link auch dazu in der Beschreibung. Ja, ich habe ein UFO-Buch geschrieben. Ja, ich halte es für wichtig. Und ja, ich möchte die Information darüber weiter verbreiten und euch natürlich zu einem Kauf animieren. Aber nein, ich möchte das nicht in jedem Video auf UFO-TV penetrant jedes Mal tun. Darum habe ich ein eigenes Werbevideo darüber verfasst, das ebenfalls auf diesem Kanal abrufbar ist. Wer sich also für mein Buch interessiert und nähere Informationen darüber möchte, kann sich dieses Video ansehen. Es ist keine reine Werbung, sondern berichtet auch über die Entstehung und einige andere Details rund um das Buch. Aber es ist ein Werbevideo. Zuletzt noch etwas zu meinem Auftritt in Frankfurt. Der Vortrag wird am Samstag, den 14. Dezember stattfinden und um 19 Uhr beginnen, und zwar im Haus der Jugend am Deutsch-Herrenufer 12. Der Eintritt ist frei. Ja, tatsächlich frei. Geboten wird ein Überblick über die aktuelle Situation und die Entwicklung der letzten Jahre rund um UFOs, UAPs und das Phänomen insgesamt. Wie schon einmal gesagt, werde ich wenige oder gar keine eigenen Bücher mitnehmen. Wer dort gerne eins von mir signiert hätte, soll es bitte mitbringen. Wenn ihr es jetzt sofort bei Amazon bestellt, sollte sich die Lieferung bis Samstag noch ausgehen. Aber auch ohne Buch seid ihr herzlich willkommen und ich freue mich, mich mit euch auszutauschen. Link zu der Veranstaltung ebenfalls in der Beschreibung. Übrigens wird es auch im neuen Jahr Vorträge von mir geben. Einen gleich am 8. Januar oder wie wir sagen Jänner, und zwar in Salzburg. Näheres dazu demnächst. So, das war's für diesmal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und auch ein spezielles Dankeschön an alle, die mich und diesen Kanal bereits unterstützt haben oder aktuell unterstützen. Durch eine Mitgliedschaft, durch Superthanks, durch kleine Spenden an die Kaffeekasse oder durch den Erwerb von etwas aus meinem Merchandise-Shop. Eure Unterstützung ist extrem wichtig für den Erhalt und den Ausbau dieses Kanals. Also, vielen herzlichen Dank. Wer also kann oder möchte, ich freue mich über jede Form der Zuwendung. Wer aber nicht kann oder möchte, kann dem Kanal dennoch helfen. Und zwar durch ein Liken dieses Videos, durch ein Abo, bitte gleich die Benachrichtigungen einschalten, durch Weiterleiten oder durch Kommentieren. Damit wir gemeinsam immer mehr Leute erreichen und das Thema immer mehr popularisieren. Eines der wichtigsten Ziele des Kanals. Also, in diesem Sinne immer schön nach oben schauen. Gerade aktuell hat man da ja offenbar gute Chancen, dabei etwas zu entdecken. Und bis zum nächsten Mal.